Wir gestalten eine lebenswerte Zukunft. Elektrisch, digital. Für alle. Machen Sie mit. VDE. Thomas, das ist ja toll, dass ich dich hier auf dem VDE-Stand treffe. Wir sind hier in Hannover. Und was treibt dich hier zu uns? Ja, unter anderem, um dich zu treffen, um mit dir zu sprechen über was passiert so in der Digitalisierung, über die digitale Welt Rhein-Neckar, was ihr da so alles plant und was da unser Beitrag dazu sein kann. Ja, dann sagen wir unseren Zuschauern mal, wer du bist. Thomas Bach, Pfalz-Kamanet. Und das, was wir gemeinsam vorhaben, das ist der Bezirksverein VDE Kurpfalz und die Gesellschaft für Projektmanagement aus dem Bereich Rhein-Neckar. Wir haben das IT-Forum Rhein-Neckar uns in eine dynamische Zielvorgabe gebracht und euch als Partner auserkoren. Was bringt ihr als Partner in dieses Projekt mit ein? Also wir sind ja im Rhein-Neckar-Raum tätig. Wir haben unser Rechenzentrum, das wir als Data Center Rhein-Neckar vermarkten. Wir haben die Rhein-Neckar-Cloud, das heißt, wir haben die sichere Heimat, die sichere Infrastruktur für Anwendungen und Daten und natürlich auch und insbesondere für die Daten aus der Produktion, Industrie 4.0. Dort arbeiten wir auch in Netzwerken mit, im Netzwerk Smart Production zum Beispiel, mit der Metropolregion Rhein-Neckar und sind da eben in der Rhein-Neckar-Region stark verwurzelt, mit unserer Glasfaser-Infrastruktur. Genau. Das ist ein gutes Stichwort. Infrastruktur heißt für uns ja, dass die verschiedenen VDE-Themen, die wir haben, einfach auf der Seite der Infrastruktur sich mit den Daten sozusagen begegnen. Das andere, was du erwähnt hattest, das Thema Smart Production, da vielleicht ein Hinweis auf die Metropolregion Rhein-Neckar, auf die Initiative Smart Production und auf unseren Präsidenten, den Dr. Kegel von Pepperl und Fuchs, der dort sehr aktiv ist. Wir haben da, wie sagt man so schön, ein cooles Thema, was wir vom 24. bis 25. September in Mannheim im John Deere Forum angehen wollen. Sagst du vielleicht nochmal was zu Datensicherheit oder zum sicheren Datenraum? Ja gut, ich sage immer dazu, die Digitalisierung, wenn man jetzt anfängt, sich um digitale Modelle zu kümmern, sollte man einfach nicht die Basis vergessen und die solide Basis. Das heißt, dass man sein Haus auf ein solides Fundament stellt und Kontrolle über die Daten hat. Die Frage ist natürlich auch die Sicherheit, wie bekommt man das hin? Dazu gehört auch das Rechenzentrum natürlich, dazu gehört die IT-Informationssicherheit. Und da bieten wir, glaube ich, halt eine Lösung oder können einige Schmerzen der Kunden lindern, weil sie es eben in ihrem eigenen Rechenzentrum, mit ihrer eigenen Produktion, mit ihren eigenen Leuten vielleicht Schwierigkeiten haben, das so alles so hinzubekommen. Und ja. Ich glaube, das ist eine schöne Botschaft für die Hannover Messe. VDE verbunden mit Pfalz-Kamanet, digitale Welt Rhein-Neckar. Wir kümmern uns um sichere Daten und um Dynamik und Digitalisierung. Genau. Danke fürs Gespräch. Ja, vielen Dank.